Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Tomb Raider. Ja, wir befinden uns hier immer noch mitten in dem schönen Sumpf. Und wir haben immer noch kein Lager. Aber ist das hier das Basislager? Ein Tageslager. Aber wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt. Und wir können uns jetzt aufs Überleben oder wieder hier drauf konzentrieren. Abgehärtet Rang 2. Sicherer Schuss. Wir können natürlich auch Jäger jetzt erstmal eine Fähigkeit hier reinstecken. Ja, ich nehme jetzt erstmal das hier, verbesserter Berger. Ich glaube, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Und als nächstes dann das hier, also erstmal ein bisschen noch was über Überlebenden. So ein bisschen so ein Mischmasch aus beiden zu machen, sodass wir ein bisschen besser werden, was das angeht. Können wir jetzt hier auch. Nein, dürfen wir immer noch nicht upgraden. Wir müssen doch ein paar Sachen upgraden, aber ja, aufmachen. Ja, aufnehmen. Manchmal bin ich echt dumm, was da Lesen angeht. Liegt vielleicht daran, dass ich mit anderen Dingen beschäftigt bin. Aber hey, ne, wir wollen jetzt mit der Steady Vereno machen. Ja, freilich. Grüßi. Und wir gehen jetzt hier mal zum Tempel. Die sind fasziniert. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Dass dieser Ast zu viel aushält. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Jetzt dürfen wir vermutlich irgendwann upgraden, ne? Geh mal da durch. Ah, guck mal, was hier so liegt. Hängt. Ach, diese Totems. Hier dürfen wir dann upgraden, oder was? Ah, guck mal, ein Buch wieder. Schatz, bitte. Denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen, versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. Ja, auf jeden Fall eine verständliche Bitte. Also, ich meine, Scheidungen sollte man immer tun, aber ich finde immer so bei der Scheidung, man sollte es nicht so auf Teufel komm rauf drauf ankommen lassen, den anderen dann sozusagen zu zerstören. Ich meine, manche gehen ja mit so einer Hassliebe eher rüber, was bei der Heirat oder Hochzeit angeht. Und ich finde das halt ein bisschen echt problematisch, wenn man versucht, einfach den möglichst anderen zu zerstören. Und jetzt dürfen wir upgraden. Ja, nice. Erstmal verstärken. Mehr dürfen wir gerade nicht verstärken, ne? Jetzt dürfen wir uns das Ganze einmal angucken. Haben wir auch nicht mehr zu verstärken? Nö. Ja, wunderbar. Und jetzt dürfen wir die ganzen Truhen hier auch wieder aufmachen, ne? So, ja, jetzt geht's. Ah, da ist einfach nur Bergungsgut drin. Gut, dass wir dann irgendwann schnell reisen können, ne? Soll's losgehen? Kann losgehen, Doktor. Dann leg los. Ey, ganz ehrlich, nö. Ich gehe jetzt hier ran. Hier haben wir eh alles erkundet. Reise hierhin schnell. Hol mir das hier. Reise dann dahin schnell. Hol mir die Truhe, die hier liegt. Und dann sind wir durch. Kann man jetzt hier schnell reisen oder ist das noch gar nicht drin? Oder wie kann ich schnell reisen?
Na, guck mal hier. Dokumente 5 von 5. Geisterjägerin. 6 von 10. Oh, verdammt. Also, wir dürfen noch nicht schnell reisen. Oder wie jetzt? Es das heißt erst am Ende. Ja, dann machen wir das alles am Ende. Oder wir rennen hin, ne? Aber ich glaube. Ah. Ah, da kommen wir aber nicht gut hin, ne? Na egal, machen wir das irgendwann mal später. Hier war ja nichts, ne? Aber die Sachen sind echt gut versteckt, diese Jäger-Totems. Aber jetzt machen wir hier mal weiter. So, wir wollen ja auch mal weiterkommen mit der Story und nicht einfach nur die ganze Zeit nur erkunden. Boah, Alter, die E-Taste, Mann. Meine arme E-Taste. So viel Zeit haben wir nicht. Aber gehen wir mal rein, während die Tür hinter uns schließt, ne? Reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen. Der Spruch ist gut. Aber man sollte nichts Unmögliches ausdenken. Sie klingen wie mein Vater. Wenn man das Unmögliche ausschließt, ist das, was übrig bleibt, oft die Wahrheit. Aber nur wenn wir sie überleben. Das ist leider true. Schnauze jetzt, ich guck mich hier um. Umgucken ist hier alles. Lass mich hier doch umgucken, Mann. Ah, ich glaube, ich darf hier eh nichts machen. Ja, ist ja auch. Unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamateis. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Hey, wer sagt, dass Atlantis nicht existiert in dieser Welt von Tomb Raider? Da existiert doch alles, wenn der Spieler es entwickelt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Ob das so gut enden wird. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Tiefe! Lara! Oh. Tut ihm nichts! Bitte! Тихо. Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein! Окружите! Окружите! Warum sollte man da zuschlagen? Alter, warum brennt auf einmal alles? Ja, moin, ey. Die bringen wir um, ey. Ich hab sie. Okay. Kann ich denn überwältigen sozusagen? Muss man jetzt vorbei sneaken? Die töten hier alle.
ist einer. Da ist sie. Oh. Mann, ey. Ich weiß ja nicht, wo alle sind, ey. Oh, das ist ein... Der Schuss in den Hals, der war krass. Oh. Man hat seinen hier gleich gespeichert. Interessant. Hey, da hast du uns nicht gesehen. Ey, die schießen ja immer in dieselben Sache. Oh, ja, moin. Ja, hä? Ups, was habt ihr denn da gesehen für Zähne? Ich glaube, die existieren gar nicht so. Alter, wie viele hier sind, ey. Und die haben alle unsere Freunde umgebracht bisher, glaube ich. Schnell durch. Mann, ich war nicht darauf vorbereitet, das wäre eine Cutscene, Mann. Außerdem habe ich F gedrückt, aber eine Sekunde zu langsam. Mist. Ich bin so schlecht, was das angeht, ey. Ich war echt nicht darauf vorbereitet, dass das hier so eine Cutscene wird. Oh, jetzt haben wir eine Piste. Alter, war das brutal. Ey, Mann, wieso rechne ich damit nie? Mann! Ich bin immer so, okay, jetzt Cutscene, jetzt ist vorbei. Nein, jetzt muss ich wieder drücken. Ey, das ist gut gemacht, aber gleichzeitig auch so, ah. Das Timing war diesmal besser. Und jetzt bin ich darauf vorbereitet, dass es kommt. Headshot. Jetzt auf einmal ist die Knarre leer. Ja, moin. Hatte wohl noch zwei Schuss. Der kann nicht mehr leben. Der hat einen Kugel in den Kopf bekommen. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Können wir da nicht mehr durch? Anscheinend nicht. Schade. Aber hey, ne? Auf jeden Fall sehr bewegender Moment. Das, ich glaube halt, wenn man sich mehr mit Tomb Raider, also mit Lara Crofts Geschichte auskennt, so weißt du, hier sieht Leute, das ist glaube ich der erste Teil dieser Reihe sozusagen. In dem Sinne, was so. Und so, weißt du, sie kommt, ist komplett neu und jetzt schon Menschen getötet, davor erst ein Tier, wo sie schon Probleme hatte, und jetzt halt so ein Mensch. Warum darf ich da nicht durch? Mann, ey.
Dann halt den Weg. Und ich glaube, das wird. Ah, wir haben gar keine Munition mehr. Dann gehen wir hier mal weiter links. Ohne uns hier weiter umzugucken. Oder gibt es auf Tab hier irgendwas Besonderes? Nope, Alter. Sind wir hier weit. Wir haben noch so viele Gebiete, ey. Und wir sind gerade erst im Dehn. Dammit. Ist vielleicht nicht das Intelligenteste, eine Fackel hier anzuzünden, aber hilft immer. Viele Wunden du hast. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Und jetzt dürfen wir wieder schießen. Adelie. Alter, muss ich echt auf den Kopf zielen. Meine Mausempfindlichkeit ist leider dafür ein bisschen zu hoch, aber wir dürfen plündern. Darf ich plündern oder was? Und jetzt weiß er erst den ersten und jetzt geht's richtig los. 1, 2. Das ist, boah, das ist mies. Ach, Lara. Man kann nur so richtig schön so mitfühlen, finde ich so ein bisschen. Aber ich glaube, hätte ich mehr mich mit diesem Spiel, also früher auch mit Spielen, mit diesem Spiel beschäftigt, wäre es ein bisschen krass, aber jetzt auch schon so. Ey, Alter, gerade erst auf dieser Insel, gerade erste Entdeckung und sofort irgendwie so ein boah, das ist so mies. Man kann so richtig schön mitführen. Diese Wunden überall, ey. Räuchert sie aus. Und schnell raus hier. Ja, so schnell wird man nicht ausgeräuchert. Aber das Feuer verbreitet sich ziemlich schnell. Und wir müssen hier weg. Und dürfen nochmal Munition mitnehmen. Für unsere schöne Pistole. Das Ding ist, die Pistole ist extrem laut, deswegen ist es ein bisschen, ne, ungeeignet für Sneaky Kills. Geräuschloser Kill. Kopfschuss. Und direkt in die Flammen rein. Brutzelt schön, ne? Und noch mehr Munition. Das sollte es gewesen sein. Das waren eigentlich drei schöne Schüsse. Ich dachte, den hätte ich auch, den Typ meiner Leiter habe ich glaube ich auch einen Header gezogen, ne? Oder wo steckt, sieht man den Pfeil nicht, wo der drin steckt? Warte mal. Nope, leider nicht. Schade, wäre noch vermutlich noch krasser das Spiel, aber wäre halt schön für das Ästhetik-Style. Da könnte man halt genau hingucken, wo die Schüsse hingegangen sind, wenn die Pfeile da stecken bleiben würden. Aber wäre natürlich auch ein bisschen krank. Liegt vielleicht daran, dass ich auch die Pfeile wieder rausgezogen habe, ne? Man weiß ja nie. Darf ich da jetzt nicht hoch oder was? Ah, doch. Lara, bist du da? Ja. Nö. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Oh, das war sicher nicht leicht. So mies. Das war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Das ist auch so mies. Es war erschreckend leicht.
Ha, man kann da so gut mitfühlen, finde ich. Na, vielleicht bin ich auch nur der Einzige hier, aber ich schon, also ich kann so, weißt du, man ist hier gerade so, alles läuft richtig scheiße, weißt du? Und dann Kampf um Leben und Tod und. Oh, da ist was. Nice. Ah, jetzt kann man hier wieder sehen, oder was? Gibt's hier noch mehr zu erkunden und zu entdecken? Da ist ein Lager und wo müssen wir hin? Erstmal zum Lager, würde ich sagen, ne? Jetzt haben wir Schnellreise. Nice. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass ich das alles wirklich tue. Wunderbar. Dann. Denk ich darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Das ist auf jeden Fall gut, aber das ist noch. Mit dem Bogen. Das ist auf jeden Fall auch schön. Das dürfen wir auch noch nicht. Das würde ich jetzt nochmal mitnehmen. Und dann wäre es jetzt eigentlich auch. Ausrüstungsgegenstände verbessern. Ausrüstung. Bogen-Upgrades. Könnten wir jetzt machen. Das ist schon auf 100% gerade. Pistolen-Upgrades. Oh, da gibt es eine ganze Menge von. Salve-Modus könnten wir noch gar nicht nehmen. Schnellfeuer-Modi. Ja, das ist nicht ganz so wichtig. Bringt das Projektil präziser ins Ziel und erhöht damit den Schaden. Benötigt Schaden erhöht. Okay, das ist ziemlich gut. Brauchen wir denn auch? Vermutlich. Und beim Bogen wäre halt einmal Geschwindigkeit sehen, die eine Schussfrequenz ermöglicht. Verstärkte Wurf A. Das ist auf jeden Fall gut. Erst mit dem, mehr mit dem Bogen. Ich glaube, ich arbeite erst mit dem Bogen mehr. Und dann erst mit der Pistole. Da 60 haben wir nur noch. Wir müssen auf jeden Fall da mehr plündern. Wo geht's jetzt eigentlich längs? So. Wo müssen wir da hin? Oder müssen wir jetzt wirklich die Schnellreisefunktion erkunden, nutzen, um uns weiter zu Na, ich glaube, das mache ich jetzt erstmal später in der nächsten Folge und jetzt erkunde ich hier erstmal weiter. Schade, nicht wie bei Assassin's Creed, sich einfach hochziehen, easy. Hier waren wir. Da kann man wirklich nur Gott sagen, ey. Aber gehen wir hier mal runter. Bisschen kalt. Aber vielleicht kommen wir da ja sogar durch und dann ist hier vielleicht irgendwas Krasses zum Finden und Erkunden. Ich brauche hier Feuer. Wie kriege ich hier denn Feuer rein? Kann man die Fackel irgendwann vielleicht upgraden, sodass sie im Wasser nicht ausgeht? Oder muss ich da einmal durchschießen mit dem Brandfall? Oder wie kann man das am besten machen? Oder braucht man jetzt wirklich eine Fackel und die Fackel geht hier nicht aus? Das wäre natürlich was anderes. Dann testen wir das mal aus. Ob hier eine Fackel ausgeht, wenn man sie anzündet. Wo, kann man hier irgendwo eine Fackel anzünden? Ja. Müsste ja hier gehen. Mitten am offenen Feuer. Ups, jetzt habe ich auswendig die Fackel ausgemacht. Intelligent von mir. So. Als erstes können wir hier irgendwas abbrennen. Gut, dann werden wir da erstmal durch und dann gehen wir erstmal wieder unten hin, um zu gucken, ob da jetzt noch was weitergeht.
Dürfen wir da durch, ohne dass die Fackel ausgeht? Nope. Dürfen wir nicht. Dann müssen wir das irgendwie anders schaffen, irgendwann. Die Frage ist bloß wie. Ich hatte das Gefühl, dass man irgendwie Streichhölzer dann irgendwie bekommt. Oder Feuersteine. Oder halt eine Fackel, die irgendwann nicht mehr unter Wasser ausgeht. Oder man muss aufhören, den Wasserfall ja kurze Zeit stoppen. Vielleicht geht ja das sogar. Dass das hier sozusagen für eine kurze Zeit aufhört. Indem man hier mehr runterschmeißt. Ist hier irgendwas? Nö. Was man dann wieder wegzieht. Ja, egal. Wir gehen jetzt erstmal dann weiter. Naja, erstmal den Bogen. Pistole kann man immer nutzen. Wo kommen denn noch mehr wer her, oder was? Waren das jetzt alle? Ich hoffe. Ich weiß es jetzt nicht. Ich werde es irgendwann merken, wenn jemand auf mich schießt. Hoffe ich. Erstmal hier wieder alle looten. Schön. Bergung. Und dann muss ich, glaube ich, als nächstes werde ich Kadaver looten gehen. Ich weiß nicht. Hat das irgendwie einen Einfluss, wie ich spiele, auf die Verhaltensentscheidung von Lara dann irgendwann? Also wenn ich jetzt extrem viele Leute töte, wird sie dann auch so ein bisschen geistliche Probleme haben oder so? Kann ich das irgendwie abschießen? Das wollte ich gar nicht. Gibt es auf jeden Fall einige Sachen. Nehmen wir mal wieder. Da hätten wir auch hingehen. Da hätten wir auch hochsneaken können. Ah, so ein bisschen sneaky-mäßig, so von hinten kommen und alles. Ich verstehe schon. Man hätte ja auch Stealth durchgehen können. Vermute ich mal. Aber ne, warum Stealth, wenn es auch anders geht, ne? Gehen wir da erstmal rein. Rein in die gute Stube. Versuchen wir mal uns wieder hier durchzusneaken, um den dann zu töten. Aber ich glaube, ich muss hier die Folge beenden und man sieht sich dann in der nächsten Folge wieder. Ah, wunderbar. Ah. Eh wieder ganz viel aufdrücken. Dann töte ich hier mal alle. Komplett lausloser Kill. So, ja, ich muss hier dann die Folge beenden und man sieht sich dann in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und man sieht sich dann hoffentlich in der nächsten Folge oder bei einem anderen Projekte. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein.